Hi zusammen, mein Name ist Fabian von Pure die Tischler und heute bei Kurze Frage, Kurze Antwort schauen wir uns mal an, wie sich Bretter und Bohlen definieren. Los geht's! Auch bei Bretter und Bohlen handelt es sich natürlich um Schnittwaren. Und wie wir ja schon wissen, Schnittwaren sind nach der DIN 68252 als Holzerzeugnisse definiert, die beim Sägen eines Rundholzes parallel zur Stammachse entstehen. Bohlen definieren sich hierbei über eine Mindestdicke von 40 mm und die größere Querschnittseite muss mindestens doppelt so groß sein wie die kleine Querschnittseite. Bei Brettern ist es so, die haben eine Mindestdicke von 8 mm, sind aber dünner als 40 mm und sie müssen mindestens 80 mm breit sein. Dann gibt es noch die Lappen, die sind auch Schnittholz. Sie dürfen eine Querschnittsfläche von 32 Quadratzentimeter nicht überschreiten und ebenso dürfen sie eine Breite aufweisen bis 80 mm. Der Einschnitt bei Rundholz für Bretter und Bohlen erfolgt meistens mit dem Vollgatter und hier finden in der Regel vier Einschnittarten ihre Anwendung. Der Rundschnitt, der Spiegelschnitt, der Modellschnitt und der Riftschnitt. Der Rundschnitt stellt hierbei eigentlich die häufigste Einschnittart dar. Der Stamm wird einfach auf den Rollwagen gelegt und dann einmal der Länge nach durchs Gatter gefahren. Die daraus resultierenden Bretter und Bohlen sind unbesäumt, können natürlich noch im Nachhinein besäumt werden. Dies stellt auch die günstigste Einschnittart dar, da der Stamm nur einmal durchs Sägegatter geschoben wird. Der Nachteil bei dieser Einschnittart: man erhält relativ wenige Mittelbretter. Durch den Einsatz von Spiegel- oder Rifteinschnitt kann man mehr Bretter mit stehenden Jahresringen erhalten. Allerdings muss das Einschneiden in mehreren Durchgängen erfolgen. Das heißt, der Stamm muss mehrere Mal durch Sägegatter geführt werden, was zu einer Verteuerung der Schnittware führt, als auch zu einem größeren Sägeverlust des Holzes führt. Dafür erhält man dann eben die bessere Schnittware, die im Vergleich zur Rundschnittware über mehr Bretter mit stehenden Jahrringen verfügt. Dadurch ist natürlich die Holzware, die aus einem Riftschnitt entsteht oder aus einem Spiegelschnitt, für uns Schreiner sehr interessant, da Holz mit stehenden Jahrringen ein besseres Quell- und Schwindverhalten aufweist als solches Holz mit liegenden Jahresringen. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian von Pure die Tischler. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.